Zweite Entwicklung. Kirby. Kirby entwickelt sich auch. KSU Klops. Noch nicht. Okay. Es funkelt noch. Jetzt. Kabu Cops. Cops. Yay, ein Kabutops. Kabuklops. Für Kabutops wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sein dünner Körper ließ es rasant schwimmen. Offenbar schlitzte es seine Beute mit seinen Sicheln auf und saugte ihr die Körpersäfte aus. Im Vorbeischwimmen. Geil. Und das ist natürlich nur 1,38 Meter groß. Das ist echt seltsam. Das geht mir bis zum Bauch oder so. Ich meine, das ist ein Urzeit-Pokémon und in der Urzeit war natürlich alles ganz klein. Ja gut, das stimmt. Ach, da. Ja, nicht. Eben nicht. Ja. Da siehst du, da sehe ich gerade, ich kann leider nicht hinzeigen. Links, wo hier der Pokédex-Nummer und so weiter steht, da steht die Größe, die es normalerweise hat. Ja, da steht jetzt aber auch kein L davor. Nee, das andere war ja nur Spezialgröße. Das hier ist halt nur 8 mm größer, deswegen zählt das noch nicht. Als M oder L oder XL oder so. Bräuchten wir quasi ein größeres. Oh, er will Schlitzer lernen. Damit Schlitzer, er, ne? Ja. Damit er besser seine Beute aufschlitzen kann unterwegs. Was nehmen wir denn da weg? Schönes. Nur Sonnenwirbel, ne? Den sandigen Wirbel? Klar. Okay. Schlitzer ist auf jeden Fall eine super Attacke. Das stimmt. Die hatte in der ersten Gen damals war die sowieso sehr stark. Da hat sie oft Volltreffer. So, jetzt will ich mir die Werte angucken. Gyarados hat noch einen hohen Angriff, der aber sinken wird von seinem Charakter her quasi. Schlitzer ist nicht seit der ersten Gen. Hä? Schlitzer gab's nicht seit der ersten Gen. Doch. Nein. Den gab's da schon immer. Den hatte sich doch. Nee, seit der ersten Gen, doch, tatsächlich. Wow. Und da war er bekannt für seine hohe Volltrefferchance. Hm. Ich habe das irgendwie seit Sengo erst realisiert. Oh Gott, der kam ja erst in der vierten oder fünften. Nee. In der dritten. Echt? Mhm. Ich kenne Sengo erst seit der fünften, glaube ich. Ist gerade egal. Yay. Und er hat den höheren Angriff, den Gyarados bräuchte. Können wir die Werte tauschen? Ich tendiere ja schon fast eher Kabutops drin zu lassen als Gyarados. Ich meine, noch hat es einen hohen physischen Angriffswert, aber der wird relativ schnell klein sein. Was willst du jetzt machen? Ich überlege, welches Wasser-Pokémon ich im Team behalte. Moment. Gyarados. Guck mal nach den Attacken. So viele lernt er, glaube ich, gar nicht mehr. Hydro-Pumpe Level 46, was ist deins? 40. Dann wird dir auf jeden Fall lohnen, aber ob du denn auch triffst. Level 31 Kaskade, aber dafür ist es zu spät. Ja. Und das andere war Kabutops. Ja. Der hat es von den Werten besser. Guck mal, der ist jetzt schon genauso schnell wie. Na ja gut, der ist auch 5 Level war er? Der ist schon 45. Ja, Steinhagel hat er jetzt erlernt. Ja. Blutsauger 54 und Schwertanz Level 63. Ja, der lernt also keine Wasserattacke mehr von sich aus. Nee. Nee, gut. Aber Siedewasser hast du ja noch. Ja. Aber ich würde Gyarados nehmen. Gyarados hat, glaube ich, besseren Spezialangriff, oder?
Nein. Absolut. Niedrig. Ist der niedrigste Wert. Wie haben die denn so viel Angriff, sag mal? Ich weiß nicht, die wollen halt keine speziellen Wasserattacken haben, sondern ja, der Kabutops, weil ich meine, der hat ja Wasserdüse. Ist ja physisch. Ja, macht aber bloß 40, oh Gott. Und was werfe ich raus? Ich möchte ihm gerne noch Siedewasser geben. Steinwurf oder Steinhagel? Guck danach, was davon eine bessere Stärke hat. 50 und das andere 75. Hat aber bloß eine 90%ige Genauigkeit. Ja, musst du entscheiden. Okay. Komm mal her, Siedewasser. Ey. Ich hab gesagt, herkomm. Nüt. Ich mach mal Steinwurf weg. Steinwurf ist ziemlich schwach. Bei dem anderen muss ich jetzt halt eher gucken, dass ich treffe mit den 90%. So. So, dann gleich. Dadurch, dass wir das... ich finde das irgendwie cool, dass man das kann. Hier mittendrin. Wechseln. Ja, ich weiß nicht, irgendwie nimmt das so ein bisschen die Dings raus. Weil ich meine, so kannst du deine Pokémon ja auch heilen, das ist ja auch irgendwie doof. Wann entwickelt sich Meltan? gute Frage, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich überlege, würde der mir was bringen? Ich kenne mich mit dem neuen überhaupt nicht aus. Der ist Stahl. Nur Stahl? Ja. Entwickelt sich Level. Entwickelt sich nur auf Pokémon Go mit 400 Meltan-Bonbons. Ah, okay. Also muss ich die Meltans, die ich da habe, entwickeln. Das heißt, ich muss mit einem rumlaufen. Okay. Das heißt, es dauert dann mal eben 2-3 Monate. Okay. Ja. Ja gut, dann tschüss Meltan. wie nehme ich denn noch mit ins Team? Ah, mein Ultrigaria. Ja gut, das ist jetzt aber gerade doof in der Feuerarena. Na, die als nächstes kommt. Das kann ich ja nicht mal zum Auswechseln nehmen. Na, ich kann Tentoxa aber mit reinnehmen so lange. Guck dir doch vorher die Stärke an. Und die Attacken. Gerade bei Blubstrahl, Surfer, Wickel und Barriere. Na, Surfer ist ja super, weil hier bekomme ich ja keine VM. Ja. Blubstrahl eher weniger, Wickel auch eher weniger, Barriere auch, ja gut, benutzt du nicht. Ja gut, aber es ist giftig. Ich könnte ihm zum Beispiel noch Matschbombe, die wir vorhin gefunden haben, beibringen. Ja, Matschbombe könntest du ihm beibringen, Siedewasser noch. Gucken. Obwohl der Blubstrahl ist scheiße. Ist fast genauso steif wie Siedewasser. Ja, aber Blubstrahl hat nicht diesen Effekt, den du auf Siedewasser hast, dass du verbrennen kannst. Ja. Physisch. Mist. mein Angriff steigt. Das Dontoxa ist physischer Angreifer. Jo, ich nehme das erstmal ins Team. Wo ist denn jetzt hier die Matschbombe? Da hinten. Düdüt. Und dann laufe ich erstmal weiter. So, Barriere kommt weg. Dafür darfst du jetzt mit Matsch werfen. So, reicht erstmal. Oh, hi Dido. Na, wie geht's dir? Schleimst du richtig rum? Okay. Dido schleimt ein bisschen rum.
Ah, da drüben ist schon der Ausgang. Oh, ein Sonderbonbon. Yay. Guck mal weg. Brav. Guck mal weg. Brav. Kann ich jetzt hier schlafen? Echt, ich kann mich hier rein. Cool, wusste ich gar nicht. Dieses Geräusch, das passt überhaupt nicht zu einem Schalter. Oder zu einer Tür, die sich so schiebt. Achtung, der Satzmogon, renn hinterher. Hier war schon wieder ein Ditto. Da steht ein riesiger Glasbehälter. Er sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse auf. Irgendwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. Ob das eigentlich müsste das Ding kaputt sein. Eigentlich, aber ja. Ist okay. Wir haben es danach wieder repariert, aber irgendwie nur so aussehen lassen, als ob, ne? Und was ich auch komisch finde, eigentlich müsste es auf der Zinnoberinsel einen Turm geben. Eigentlich müsste der ganze Labor zerstört sein. Ja, das ebenfalls. Noch ein Glasbehälter, sieht stabil aus. Hier war eine getrocknete Flüssigkeit drin. Komm her, ich habe noch kein Smogma. Ey! Ja, fauch mich an. Hast du nicht schon Smogmog? Nein, nur ein Smogon. Und es läuft weg. Und es ist weg. Dann nicht. Nehme ich das Ditto mit. Das ist wenigstens süß. Er taucht ständig aus dem Bildschirm ab. Ja, ich glaube, für Ditto muss man echt so eine Beere nutzen hier. Irgendeiner beruhigt doch. Nee, warte, die nicht. Der wird etwas ruhiger. Ja. Hier. Wie eine Banane. Von jetzt. Pink Lady. Jetzt müsste der Ball nur noch treffen. Ach nee, Pink Lady war, glaube ich, Äpfel, ne? Ich glaube ja. Das ist eine Chiquita-Banane. Und darüber ist Dito auch sehr froh. Ja. Freut sich, mag die Banane. Ui. Ich finde Ditto lustig. Guck mal weg. Okay. Nee, nicht du. Außer du bist der Forscher. Wo willst du denn jetzt hingehen? Na, wieder zurück. Ach so. Ich muss doch jetzt raus. Hast du den Schlüssel schon gefunden? Ja, der lag da eben in dem Labor. Sorry, ich habe gerade ein bisschen nicht aufgepasst. Bin schon am Düsen, ich bin heute Morgen so früh wach gewesen. Wieso wann denn? 7 oder so? Das ist doch nicht früh. Na, für mich ist das früh im Moment. Ja gut, wenn du so komischen Rhythmus gerade drin hast, dann ist das früh. Was ist das für ein Teleporter? Okay. Der hat dich einfach drinnen zerrissen und draußen ausge... Nichts ja. Reimt sich darauf. Danke. Bitte mach mal alle AP und so weiter. Ich habe mich zwar drin zuletzt geheilt, aber egal. Mach mal bitte nochmal. Vielen Dank für deine Geduld. Yay! Wir uns bald wieder. Okay. Genau, fast vergessen. Ich muss erst Tränke holen. Und ich meine, du hast doch noch 50 Bälle oder so, oder 40? Ja, Bälle muss ich auch noch holen. Nee, nicht so viel. Übertrage gleich.
klar. Erstmal 290 Bälle, danke. Das. Ah, da unten steht. Ah, steht doch da. Dann habe ich das nie gelesen. Ich habe mich am Anfang, ich glaube in einer der ersten Folgen bei YouTube jetzt, wo ich es geteilt habe, und im ersten Stream, da habe ich mich total geärgert, dass hier im Spiel nicht angezeigt wird, wie viele Bälle man hat. Aber da wie viele man hat. Steht. Ach so. Ja, Augen auf. Tja. Ja. Ich sollte aufhören, den Ball zu drehen. Während ich ihn in der Hand habe. Es ist kein Wunder, dass die Steuerung plötzlich ganz andere Ergebnisse erzielt. Yay. Hier möchte ich nicht, danke. Tschüss. 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 Sind Sie ein Forscher? Nee. Nur ein Typ, der mir sagen will, ich soll immer Items mitnehmen. Okay, seit wann ist hier ein Steg? Hier war noch nie ein Steg. Nö, tatsächlich nicht. Da war eigentlich nur Missing No. Ja, der hat den Steg hingebaut. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? In dieser Arena. Okay. Jetzt noch nicht, Pyro. Dein Einsatz kommt erst ein bisschen später. Willst du Pyro sprechen? Ja. Okay. Moment. So. Okay. Wow. Dafür habe ich jetzt die E-Mail abgebrochen zu schreiben. Wow. Er kommt ja gleich nochmal. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast und auch gehört, handelt es sich um Pyro, den Arenaleiter hier auf der Zinnoberinsel, seines Zeichens Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Dass du es hierher geschafft hast, heißt wohl, dass du den Geheimschlüssel ergattert hast. Damit hast du das erste Rätsel gelöst und verdienst, in dieser Arena antreten zu dürfen. Aber Vorsicht, hier gelten andere Regeln. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Fragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß und verbrenne nicht die Finger. Oh, das hatte ich jetzt vor. WTF, das ist eine Quizshow. Wir sind bei Wer wird Millionär? Hier ist eine Kamera. Ich filme ihn jetzt. Er ist einfach Twitcher. Ja. Okay, hier ist ein Glücksrad an der Seite. Echt? Das ist echt so eine Quizshow. Das sieht witzig aus. Der Bart im Hintergrund an der Wand erinnert mich so ein bisschen an Mutten Roshi. Ein bisschen. Ich weiß aber nicht warum. Ich auch nicht. Das ist ein lustiges Tier da an der Wand. In Magma. In Papierform. Oh, ich bin schon hochgegangen, ohne dass ich wusste, dass ich hierher soll. Hi, ich halte jetzt hier eine Rede und. Nee, an Dr. Eggman erinnert mich das. Nur weil du die ganzen Eggs hier siehst. Nein, wegen dem Bart. Dr. Eggman hat auch so einen Bart. Und gut, so eine Brille. Damit wäre bestätigt, dass das hier aus Dr. Eggman geworden ist. Ja. Schlank geworden. Hat aufgehört, Sonic zu verfolgen. Oh, hat sich gut gehalten. Das passiert, wenn Dr. Eggman aufhören würde, Sonic zu ärgern. So, wenn du denn soweit bist, darfst du jetzt reden. Moment, musst du nur die E-Mail noch fertig schreiben? Ja, mach mal. So, ich habe ein schwarzes Bild. Ja, geil. Hallo. Ach, jetzt. Ich kann Vollbild nicht machen. Jetzt. Na, bist du bereit? Ja, aber sichi. Gut, dann stell dich mal da drüber. Willkommen beim Pokémon-Quiz, live hier aus der Arena der Zinnoberinsel. Was auch immer. Meine Kandidatin muss
Meine Kandidatin muss insgesamt 5 brandheiße Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält sie jeweils eine Pyropuppe. Okay. Will ich die Liegt haben? Die Kandidatin mit ihrer Antwort jedoch daneben, muss sie gegen einen meiner Schüler. Alles waschechte Trainer zum Kampf antreten. Ich kann nicht lesen. Behält sie beim Kräftemessen die Oberhand, bekommt sie eine Pyropuppe. Klingt so ein bisschen wie, wie war das aus Art Attack hier, der Kopf? Ja, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber ich weiß, wen du meinst. Schlaukopf! Genau! Ob es meiner Kandidatin wohl gelingt, alle 5 Puppen in ihrem Besitz zu bringen? Und ich bin's wieder, euer Schlaukopf! Kommen wir gleich zur Frage Nummer 1. Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner an? Oh wow, das ist sehr schwer. Ich glaube, ein Vulcano brennt. Deswegen nehme ich Magma. Die Kandidatin hat ihre Antwort. Ich habe ein Standbild. Ah, gegeben. Doch liegt sie damit auch richtig? Goldrichtig, um genau zu sein. Ein Volltreffer. Warum tanzt er da so komisch? Glückwunsch. Du hast diese Pyro-Puppe redlich verdient. Keine weiteren Fragen. Sehr schön. Weiter im Text mit Frage Nummer 2. Wie viele von der Pokémon-Liga anerkannte Arena-Orden gibt es? Das ist ja genauso schwer. Ja. Die Kandidatin hat ihre Antwort gegeben, doch liegt sie damit auch richtig? Goldrichtig, um genau zu sein. Ein Volltreffer. Glückwunsch, du hast dir diese Pyro-Puppe redlich verdient. Ist das genauso eine? Ich sehe es. Ah ja, okay. Du hast noch einige Fragen vor dir. Kommen wir also gleich zu Nummer 2. Das ist Nummer 3. Ja. Pyro, ich mische mich. Das ist der Ansagertyp von hinten, von der Arena. Ach so. Moment. Dafür stehe ich auf. Pyro, ich mische mich auch ungern ein. Aber du siehst schon bei der dritten Frage. Wieder hinsetzen. Ja. Das habe ich doch gesagt. Kommen wir also gleich zur Frage Nummer 3. Ich habe ein Standbild. Ah, setzt ein Pokémon eine Attacke von Typ Stahl gegen ein Feuer-Pokémon an, dann ist es... Die Kandidatin hat ihre Antwort gegeben, dass... Das habe ich jetzt schon dreimal vorgelesen. Glückwunsch, ja. Hä? Oh, ich dachte, ich wollte... Achso, in der Mitte steht das Mikrofon. Stimmt. Das läuft ja wie am Schnürchen. Unsere Kandidatin... Wozu hast du jetzt ein Wasser-Pokémon mit? Unsere Kandidatin hat sich damit... Was? Hat sich damit sage und schreibe 3 Puppen erkämpft. Bravo! Frage 4 steht schon in den Startlöchern. Erhält die TM28 die Attacke? Über Mega Superstrahl! Da würde ich jetzt tatsächlich. Hast du jetzt wirklich so ein schlechter Witz sein? Die Kandidatin hat ihre Antwort. Super! Aua, mein Bauch! Meine Kandidatin hat sich bereits 4 Pyro-Puppen sichern können. Das bedeutet, mir wird langsam schwindelig von der Stimme und vom Lachen gegeben. Die 5. und letzte Frage wartet auf Sie. Wer will sich im Anschluss an diese Frage zu einem Kampf herausfordern? Der Arenaleiter, ein Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon, ein hitzköpfiger Quizmeister, ein alter Herr mit Bart. Bitte, du der Vorletzte.
Ob das wirklich richtig ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Das ist richtig. Gold richtig, um genau zu sein, ein Volltreffer. Ich glaube, alles wäre richtig gewesen. Ja, ich glaube auch. Wie so ein Wookie. Oh, die Puppen sind weggeflogen. Oh, ich habe den Zong gewonnen. Oh, ich falls das Tor. Du hast dir jetzt alle... was? Du hast dir jetzt alle 5 Büropuppen gesichert. Das bedeutet, es ist an der Zeit, es mit mir aufzunehmen. Ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Zinnoberinsel mit dem unbändigen, lodernden Feuer im Herzen. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegers... Siegersäure? Was? Die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Meine Siegessäure. Ja, klar. Wenn du gewonnen hast, kriegst du erstmal einen Topf Säure auf den Kopf. Ich hoffe, du hast genügend Feuerheiler mitgebracht. Stimmt, den habe ich vergessen. Aber ich hatte noch welche im Team.